So, ihr Lieben, wir sind am Start. Ihr seid auch da. Ich freue mich sehr. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung vor unserer Osterpause. Und wie immer freitags offene Runde, offene Talkradio-Show. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Das ist meine Frage an euch und ran ans Telefon oder an die PCs. So, der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht ist Janine. Janine ist 21. Hallo Janine. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Janine? Ja, es geht darum, dass ich momentan in so einem ganz, ganz tiefen Loch bin, aus dem ich nicht mehr selber rauskomme. Mhm. Ich habe ganz schwere Depressionen, wie soll ich das sagen, auch Lustlosigkeit, kein Elan, gar nichts mehr. Und das hat damit zu tun, dass ich als Kind, ich habe eine schlimme Kindheit hinter mir, als Fünfjährige bin ich über 2 Jahre von meinem Onkel vergewaltigt worden. Meine Mutter glaubt mir das bis heute nicht. Sie weiß es, aber sie will es auch nicht wahrhaben. Sie glaubt ihre eigenen Lügen im Grunde. Anschließend bin ich dann mit 8 Jahren zu Pflegeeltern gekommen. Warum bist du zu Pflegeeltern gekommen? Weil meine Mutter angeblich, mir hat sie das so erzählt, dass das Jugendamt ihr gedroht hat, sie uns zur Adoption freizugeben. Also ich habe auch noch einen jüngeren Bruder, der auch in dieser Pflegefamilie war. Ach so, das heißt, da war schon eine ganze Menge auch nicht in Ordnung in der eigentlichen Familie, dass du dann wegkamst. Ja. Das heißt, du fühlst dich im Moment richtig, richtig schlecht, wahrscheinlich bedingt durch die vielen schlimmen Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast. Wie sieht denn dein Leben im Moment aus? Du bist 21 Jahre alt, gehst du einem Beruf nach? Ich bin Schülerin, mache eine Ausbildung zur Sozialhelferin. Ja. Also meiste Zeit bin ich nicht im Unterricht, weil ich kann mich morgens einfach nicht aufraffen, aufzustehen. Ja. Ich habe keinen Bock, ich bin total unterfordert in der Schule, ich bin etwas, wie soll ich das sagen, ich habe einen IQ von 121, ich mache so eine Hilfsausbildung, was mich eigentlich sehr nervt, ich bin gelangweilt, ich bin aggressiv in der Schule und ich kann mich morgens einfach schon gar nicht mehr aufraffen, hinzugehen, wenn ich mir dann diese ganzen Blödköpfe da angucke in der Schule. Ja, hast du gerade gesagt, dass du depressiv bist. Bist du sonst auch mit was bist du sonst nicht zufrieden? Was so dein Leben, dein Körper anbelangt, deine Psyche? Ja, meine Psyche ist ganz klar, ist komplett im Eimer, nicht? Und mein Körper, ich habe ein Gewicht von 160 Kilo bei einer Größe von 1,68. 160 Kilo? Ja. 160 Kilo bei einer Größe von 1,68. Ja. Dann ist das ja auch ein riesiges Problem. Ja, das kann man so ausdrücken. Ich versuche mir das gerade mal vorzustellen. 160 Kilo, das ist für eine Frau, die nur so klein ist, ja ein enormes Gewicht. Ja. Wie lange hast du das schon? Also es steigert sich im Grunde von Jahr zu Jahr immer mehr. Ich habe angefangen hat das bei mir mit 15, dann bin ich zurückgezogen zu meiner Mutter und habe das ganze Schlimme, was ich bei meinen Pflegeeltern erlebt habe, verarbeitet, indem ich angefangen habe zu essen. Ja. Ich hypnotisiere mich im Grunde selber mit einer Tüte Chips vorm Fernseher. Also das klassische Frustessen? Ja, nein, noch nicht mal Frustessen, sondern einfach nur das Nicht-Nachdenken und selber spüren. Das heißt, du isst wirklich auch sehr viel und sehr ungesunde Sachen, dass du so enorm zugelegt hast. Ja, also ich kann sagen, dass ich im Grunde jedes Jahr 20 Kilo zunehme. Bist du denn gesundheitlich noch fit oder zeigt sich da auch schon irgendetwas? Mein 160 Kilo ist ja nun wirklich sehr viel. Also langsam habe ich diese Verschleißerscheinung, sowas wie ständig krank. Natürlich auch keine Ausdauer in vielen Sachen. Ich bin inzwischen nicht mehr in der Lage, meine Schuhe selber zuzubinden, wenn ich nicht gerade irgendwelche Stufen vor mir habe. Das Atmen fällt mir schwer. Ich habe ein Belastungsasthma bekommen. Ja. Und solche Sachen dann eben. Also es geht permanent verschlechtert sich der Zustand, sowohl was das Körperliche anbelangt, als auch, wie du es gerade erwähnt hast, offensichtlich das Psychische. Ja. Bist du in irgendeiner Behandlung mal gewesen?
Ja, also, aber man ist da irgendwie nie auf mein richtiges, also nicht richtig auf das Thema eingegangen. Es ist immer so grob an der Oberfläche gekratzt worden. Na, wie war deine Woche? Wie geht es dir? Mhm. Ja, und das war's dann auch schon. Also du hast zum Beispiel in diesen, waren das psychologische Beratungen, in denen du warst? Ich habe 2 Klinikaufenthalte hinter mir und ich habe mehrere Jahre Therapie hinter mir. Mehrere Jahre sogar? Und während dieser Jahre wurde zum Beispiel nicht über den sexuellen Missbrauch gesprochen? Nein, also in dem Klinikaufenthalt, da wo ich zuletzt war, ich war in der Klinik in Lahnstein, in der Lahnhöhe. Mhm. Das ist eine super Klinik, die kann ich nur empfehlen, da würde ich am liebsten auch sofort zurückfahren. Mhm. Nur da haben, das macht die Krankenkasse einfach nicht mit. Mhm. Die sagen alle 2 Jahre und ich hänge einfach in der Luft. Mhm. Also du erscheinst mir wirklich wie jemand, der dem es rundherum schlecht geht, aufgrund, mit Sicherheit aufgrund seiner sehr schweren und schlimmen Erfahrungen in der Kindheit. Eine Frau, die körperlich und psychisch wirklich ganz am Ende ist oder am Rand zumindest sich befindet. Was ich alles, also das Außenstehende natürlich sofort als Warnsignale auffasse, dass du ganz, ganz, ganz dringend was brauchst. Du bist eine kluge junge Frau, die sicher ganz viele andere Dinge noch machen könnte und du gehst unter im Moment. Ja, das ist das. Ich möchte dazu noch heiraten dieses Jahr. Ich habe einen ganz tollen Partner an meiner Seite, aber ich wohne auch gleichzeitig mit dem Schwiegermonster in einem Haus. Mhm. Und ich weiß nicht. Schwiegermonster heißt, dass du mit der Mutter deines Freundes nicht überhaupt nicht auskommst. An sich schon, wenn sie nicht immer an mir rummäkeln würde. Ne? Was mäkelt sie denn? Ja, dass ich in den letzten 2,5 Jahren so zugenommen habe, dass ich keine Motivation, keinen Elan mehr habe. Mhm. Also was. Ich meine, natürlich ist das klar. Es ist aber auch nicht besser, wenn man ständig an mir rummeckert. Nee, das ist natürlich nicht der Weg. Du weißt es ja selbst, dass das nicht in Ordnung ist. Und du möchtest das ja wahrscheinlich auch sehr gerne verändern. Aber im Moment hast du den Zugriff nicht, wie du's machen kannst. Ja, aber du hast einen Freund, das finde ich auch toll. Wir wollen ja auch positive Sachen rausstellen. Ja, natürlich. Also obwohl, man kann sagen, obwohl mir diese ganze Scheiße passiert, ich bin doch recht positiv immer. Mhm, ne? Also sonst würde ich, glaube ich, ganz untergehen. Ja, du bist aber für dich innerlich auch so entschlossen, wenn es eine neue Hilfestellung gäbe, dann würdest du die auch annehmen. Ja, natürlich. Ich brauche sie auch. Mhm. Also ich komme aus diesem Loch alleine nicht mehr raus. Ich sehe es auch so, Janine. Ich sehe es auch, dass du es dringend brauchst. Nun ist diese Krankenkassensituation, das ist alles immer sehr misslich für Langzeitpatienten. Da werden wir jetzt mal versuchen, dich im Hintergrund ordentlich zu beraten, ob es da vielleicht doch nicht eine Lücke gibt oder was du zwischenzeitlich machen kannst. Möchte dich aber wirklich auch nochmal ermutigen, wenn es denn geht, auf jeden Fall was zu unternehmen. Mhm. Denn es liegt ja in deiner Hand. Ja, natürlich. Und jeder wird Verständnis dafür haben, dass das natürlich auch ein sehr schwieriger Prozess ist. Du hast es angedeutet, was du mitgemacht hast in deiner Kindheit, dass man das nicht einfach so von heute auf morgen wegstecken kann und verarbeiten kann, sowieso nicht. Aber es muss was geschehen. Ja. So, Janine, meine Psychologin, die Magdalena, wird dich jetzt beraten, was du wie vielleicht machen könntest. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Kraft und Erfolg dafür. Und vor allen Dingen auch eine gute Fügung, dass sich was ergibt, dass du irgendwo hingehen kannst, damit du ordentlich therapeutisch behandelt wirst. Ja, danke. Meine allerbesten Wünsche. Ja, danke. Du legst bitte auf, wir rufen zurück, Janine. Mhm. Tschüss. Danke, tschüss. Weiter geht es mit Andreas. Andreas ist 21. Hallo, Andreas. Hallo, Domian. Hallo, Andreas. Was ist dein Thema? Und zwar, es geht darum, ich bin seit einem halben Jahr mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und ja, so die ersten paar Wochen war es eigentlich alles ganz normal. Wir haben auch regelmäßig Sex gehabt. Ja, und sie will jeden Tag. Mhm. Also absolut sexsüchtig, würde ich das schon nennen. Sie will jeden Tag. Du willst aber nicht jeden Tag. Nein, also mir reicht es dicke so 2-3 Mal die Woche. Ja. Auch von der Arbeit aus und so, wenn man abends nach Hause kommt, ist man kaputt. Und verstehe. So. Was machst du beruflich? Ich bin Bühnenbauer. Bühnenbauer? Ja. Interessant. Aber ja, ein anstrengender Job auch, ne? Wo man richtig zulangen muss. Und genau. Ja. Deswegen, also.
Ja, hast du ihr das wahrscheinlich so gesagt, dass du nicht so viel Bock hast und im Übrigen auch, oder vielleicht auch deshalb, weil du so viel arbeiten musst. Wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie macht dann immer Szenen so, finde sie mich nicht mehr attraktiv und... Ach, sie denkt, das liegt an ihr, dass du sie nicht attraktiv findest, dass du im Grunde genommen würdest wollen, aber nicht mit ihr. Ja, So denkt sie. Ja. Das ist ja absurd. Das stimmt. Also du hast definitiv keine andere Frau nebenher? Nein. Und bist auch nicht so der Onanier-Freak, der ständig... Machst du auch nicht? Ja, hin und wieder. Ja gut, hin und wieder. Aber auch nicht so, dass dadurch die ja, der Elan genommen wird, um für deine Freundin da zu sein. So auch nein, nicht. Nee. Nein. Also ich tue auch alles für sie beim Sex. Also. Wenn ihr dann miteinander schlaft, genau. Wenn ihr miteinander schlaft, ist es dann richtig gut? Doch, würde ich sagen, ja. Hast du den Eindruck, dass sie auch richtig dann Spaß hat und dabei ist? Doch, ja. Ja. Also da gebe ich mir eigentlich auch Mühe und... Also, das ist ja immer ein großes Problem mit den Sexfrequenzen, wenn man mit jemandem zusammen ist. Weil man muss sich ja treffen in der Mitte irgendwie. Ja, klar. Wenn jemand nicht so oft Bock hat wie der andere, man kann ja diesen Bock nicht irgendwie aus dem Hut zaubern. Wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Was ich wichtig finde, ist, dass du deiner Freundin wirklich, wirklich glaubhaft, ich meine, du hast es wahrscheinlich schon, mach es nochmal, aber mit richtig Schmackes, dass es nicht an ihr liegt, sondern dass es daran liegt, dass du viel arbeiten musst. Und wie ist es denn, wenn du so frei hast, dann Wochenenden? Ja, okay, dann ist man auch unterwegs und so, dann okay, am Wochenende kommst du doch schon mal auf das vor. Also das heißt, wenn du so nicht arbeiten musst, dann bist du auch ein bisschen, kann die Frequenz höher liegen. Ja. Ja. So, das kannst du ihr ja schon mal wirklich, finde ich, glaubhaft auch erzählen. Wenn du den ganzen Tag da ackerst, dass du da nicht so Bock hast. Außerdem gibt es wirklich Menschen, das ist gar nicht vom Alter abhängig, es gibt Leute, die einfach mehr drauf sind als andere. Es gibt auch junge Männer, die nicht so oft wollen und manche, die kriegen gar nicht in den Hals voll. Das ist völlig normal. Also, und da muss sie dann auch in gewisser Weise Verständnis für haben, finde ich. Außer wenn sie es gar nicht aushalten kann, sie hat ja auch noch zwei gesunde Hände. Richtig. Und da hast du ja auch nichts gegen. Nein, auf keinen Fall. Hast du ihr das so auch schon mal gesagt? Ja. Deswegen, also. Und da ist sie dann immer blockiert sie, oder wenn du so mit ihr redest? Ja, sie sagt einfach, sie will mich denn und das ist einfach das, was sie will. Sie will dich ändern? Nee, sie will halt, wenn ich schon da bin, dann soll ich auch mit ihr schlafen und nicht, dass sie sich selber macht. Wie ist die Liebe? Wie ist das Gefühl zu deiner Freundin? Ja, tief. Tief. Also richtig schön, fett, gut verliebt. Ja, hilft nur das Reden. Also, dass man das nochmal klar hinlegt. Sie macht euch, das heißt eure Beziehung auch kaputt, wenn sie dich da so massiv unter Druck setzt. Es geht, von nichts kommt nichts. Wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. Punkt. Richtig. Und dann sollte man sich halt als anderer, als Gegenpartner, so wie deine Freundin, jetzt halt darauf freuen, wenn es dann funktioniert. Und dann ist es ja auch offensichtlich sehr schön, wie du gerade gesagt hast. Ja, doch. Also wir benutzen auch, oder ich benutze auch immer Kondome, die den Orgasmus hinauszögern. Ja. Und so, also da hat sie doch schon mehr was von. Ja. Also wichtig, ich sag's nochmal, mache klar, dass es nicht an ihr liegt. Dass du die absolut toll findest und attraktiv. Wenn sie das wirklich verinnerlicht hat, hoffe ich mal, dass sie dich auch ein bisschen in Ruhe lässt. Weil sonst ist das nicht gut für die Beziehung. Und ich gebe dir völlig recht, wenn du so empfindest, wie du empfindest, dann ist das halt so. Und da muss man sich als Partner halt drauf einstellen. Ja, deswegen, also ich habe es die ersten Wochen auch komplett immer mit durchgezogen und okay, das waren dann nachher, wurden es dann auch schon so halbherzige Nummern. Ja genau, so darf es ja auch nicht enden, dass du nur ihr zuliebe das machst, das ist ja auch blöd. Ja, deswegen hat man ja schon Probleme gehabt, dass der Schwanz sich richtig steif wurde. Ja. Also, nochmal reden, klar reden und wenn das nicht reicht, nochmal klar reden und ihr wirklich ihr vor Augen führen, dass sie, indem sie dich da unter so einen Druck setzt, dass sie da viel auch kaputt machen kann. Und das Ganze geht nach hinten los. Gut. Mein Lieber, alles Liebe. Jo, okay. Tschüss. Tschüss.
Und weiter geht es mit Karin. Karin ist 66 Jahre. Guten Morgen, Karin. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich dich mal erreiche. Ja, und was geht's bei dir, Karin? Ich möchte eigentlich dich bitten, mir so ein bisschen bei meiner Entscheidung zu helfen. Mhm. Ich habe eine Tochter, die von klein an sehr viel krank war. Die hatte schon mit einem Vierteljahr eine Lungenentzündung und so ging das immer zu. Alle Kinderkrankheiten, alles, was es gab. Mhm. Und immer hieß es nur, wenn sie wollen, dass das Kind überlebt und am Leben bleibt, dann müssen sie und dann müssen sie und dann müssen sie dranbleiben und dann müssen sie das machen. Ich habe die immer nur verpäppelt. Mhm. Und das ging so, mit 4 Jahren haben sie ja dann schon die Mandeln rausgenommen und das ging immer so weiter. Und das hatte sich dann so eingespielt, dass ich aus diesem Trott auch nicht mehr rausgekommen bin. Auch als sie älter war? Auch als sie älter war. Und als es ihr auch besser ging? Als sie gesund war, also, als es ihr besser ging. Hast du sie immer verhätschelt und verpäppelt? Ja, also immer gegeben. Ich habe sie auch lieb gehabt und habe immer gegeben und sie hat genommen wie eine Königin. Ja. Kurze Zwischenfrage, ist sie das einzige Kind, was du hast? Ja. Ja. Mhm. Wie alt ist sie heute? Jetzt wird sie 45. Mhm. Und jetzt ist es so, dass sie zu mir gesagt hat, wenn du mal pflegebedürftig wirst, ich mach das nicht. Das hat sie gesagt? Das hat sie zu mir gesagt, ja. Boah, wie hart. Ja. Wie, das hat sie einfach so gesagt? Ja. Ich hoffe, da steht nichts an, dass du irgendwie erkrankt bist. Ja, ich bin Diabetiker, aber die hat sich auch noch nie dafür interessiert. Normalerweise, ich habe ihr mal gesagt, eigentlich müsste jemand aus der Familie wenigstens mal gezeigt kriegen, wie das zu Spritzen geht oder so. Ja. Das macht sie nicht. Sie ekelt sich davor und sie macht das nicht. Mhm. Das ist... Lebst du mit deinem Mann auch noch zusammen? Nein, ich war nie verheiratet. Du hast nie verheiratet, du bist alleinerziehende Mutter. Ja. Das heißt, es hat sich im Prinzip alles um das Kind wirklich gedreht, da war keine andere Familie, es ging immer um das Mädel. Ja. Und jetzt ist das Mädel so ein regelrechter Egoist geworden. Ja, aber ich habe das ja jahrelang überhaupt nicht gesehen. Wann hast du es gemerkt? Wie alt war sie da, als du gemerkt hast, Mensch, was habe ich denn daran gezogen? Ja, so knapp 40, glaube ich. So lange? Da ist mir irgendwann mal ich habe immer nachts gelegen und gegrübelt, warum ist die so mit mir? Warum behandelt die mich so? Und dann ist mir mal klar geworden, die hasst mich, die liebt mich gar nicht. Und da ging auf einmal alles auf. Da hat auf einmal alles zusammengepasst, wie so Zahnräder ineinander. Meinst du, dass sie dich hasst oder meinst du ganz einfach, dass du so eine Gebemaschine bist, die man gar nicht weiter beachten soll? In dem Moment hat für mich erstmal alles gepasst. Mhm. Ich habe auch mit ihr gesprochen, ich habe mit ihr geredet und da hat sie gesagt, ich hasse dich doch nicht. Was meinst du denn, warum sie dich hasst? Wenn du sagst, es passt da so vieles zueinander. Was ist denn ein Indiz, ein Zeichen dafür, dass sie dich hasst? Ich weiß auch nicht, ob sie mich wirklich hasst. Das war für mich nur in dem Moment so eine Erkenntnis und dann hat das alles gepasst. Mhm. Und auf jeden Fall scheint sie dich nicht besonders zu lieben. Ja, sagen wir das mal so. Das ist ja dann schon mal auch schon schlimm genug. Ja. Wie ist es denn so bei so ganz profanen Sachen, die gar nicht profan sind? Du hast Geburtstag, es ist Muttertag, es ist Weihnachten. Wie verhält sie sich dir gegenüber? Meinen 60. Geburtstag, weil sie schon immer nicht gern zu mir gekommen sind. Sie ist verheiratet und hat auch ein Kind. Mhm. Und habe ich gesagt, dann lade ich euch zum Essen ein, sagt mir, wo ihr gerne hin wollt und macht mir einen Termin. Ich gehe da mit euch hin und wir können dort essen, weil die zu Hause hält es nicht aus. Sie ist viel unterwegs mit Bekannten, mit Freunden und da ist jedes Wochenende irgendwas. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, wann ihr einen Termin mal frei habt für mich. Mhm. Und das war mein 60. Geburtstag, jetzt bin ich 66 und wir waren noch nicht essen. Macht sie dir auch keine Geschenke? Ich habe dann gesagt, ich möchte nichts mehr haben und ich schenke auch nichts mehr. Ja. Hat sie dir früher mal was geschenkt zum Muttertag? Naja, übliche Sachen. Eine zum Muttertag, so ein Tankstellenstrauß oder so. Da habe ich auch manchmal das Gefühl gehabt. Eine Pflichtübung. Den hat sie vorher noch irgendwo davor gedroschen. Ach so. Das Schlimmste war mal, dass nur noch eine Knospe überhaupt nicht geknickt war am Stiel. Sowas kriegt man ja auch nicht zu kaufen. Nee. Jetzt hast du mir gerade gesagt, du stehst vor einer Entscheidung, ob du irgendwas tun sollst oder nicht. Was meinst du? Und ich bin dann daraufhin, nachdem sie dann zu meinem Geburtstag nicht mehr gekommen bin ich auch die letzten 4 Jahre nicht mehr
mit ihnen zu Weihnachten zusammengekommen. Oh, da haben wir uns sonst immer getroffen, entweder bei mir oder bei ihr. Da habe ich gesagt, ich komme da nicht mehr. Was sicher für dich auch sehr schlimm war. Ja. Ja, klar. Und ich war in den letzten 4-5 Jahren auch sehr stark depressiv. Also ich habe hier in meiner Wohnung geklebt, weil ich nicht vor die Tür gehen konnte. Was ist jetzt die Entscheidung, vor der du stehst? Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Sie war dann, hat mich dann wieder zu Weihnachten eingeladen und da habe ich gesagt, ich komme nicht. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Sie schreibt nicht, sie ruft nicht an, sie kommt nicht her. Das ist ja schon wieder 4 Monate her. Und ich merke, wenn sie nicht kommt und wenn ich den Druck nicht habe, dass sie kommt, geht's mir eigentlich besser. Ach. Also wenn sie nicht kommt und du gar nicht die Erwartung hast, dass sie nicht, dass sie kommt, dann geht's dir gut. Ja. Ist ein wichtiger Satz. Ja. Eine wichtige Erkenntnis. Eben. Das heißt, dann würdest du ausbrechen aus vielleicht aus all den ganzen vielen Jahren, wo du dir Gedanken gemacht hast, kommt sie, was passiert und so weiter. Ich war sicher, weil ich eben so allein war mit ihr, eine Übermutter, so eine Glucke, die überall. Das kann natürlich sein. Ja, das kann sein. Und das geht oft nach hinten los. Ja. Das geht oft nach hinten los. Ich mache ja auch keine Vorwürfe. Ich hasse sie auch nicht. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Mache ich einen Schlussstrich? Aber eigentlich hast du den ja schon irgendwie gemacht. Wenn du schon seit Jahren nicht mehr hingegangen bist und sie sich auch so verhalten hat, ist der Schlussstrich ja eigentlich schon angezeichnet, sagen wir es mal so. Und wenn du sagst, dass du dich besser fühlst, wenn du nicht hoffen musst, ob sie kommt oder ob sie nicht kommt, und in Distanz zu ihr bist, also die Distanz tut dir eigentlich gut. Ja, es geht mir besser. Karin, so traurig das ist, wenn man das sagen muss über die eigene Tochter. Aber ich finde, das ist das Argument schlechthin. Und es bringt ja auch nichts, sich Vorwürfe zu machen. Nach dem Motto, hätte ich die mal anders behandelt früher. Ich meine, nur ist es wie es ist. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen und das anders machen. Du hast es sicherlich. Ich habe es eben falsch gemacht und es ist so gelaufen. Ja, du hast es ja auch sehr gut gemeint, weil das Kind krank war in den ersten Zeiten und hast dann nicht den Absprung richtig geschafft. Aber nur ist es, wie es ist. Ja. Und ich finde das schon einen sehr schlimmen Satz, wenn eine Tochter sagt, ich kümmere mich nicht um dich, wenn du krank bist. Und was ich eben auch jetzt erst merke, was ich jetzt erst sehe, da gehen mir die Augen auf. Sie hat auch die ganze Zeit, sie war ja 25, ist schon 25 Jahre verheiratet. Die hat uns immer gegeneinander ausgespielt. Mich gegen den Schwiegersohn, mein Enkelkind gegen mich, die hat sie immer gebraucht. Wie alt ist denn das Enkelkind? 24. Sie war auch schon 4 Jahre nicht mehr bei mir. Ich meine, das ist ja die nächste Traurigkeit dann, dass du mit dem Enkelkind dann auch offensichtlich nicht so einen Kontakt hast, wie man sich das wünscht. Sie hat das so gedreht, dass die hat mich dann auch nur benutzt. Wenn sie was brauchte, wenn sie Hilfe brauchte, wenn sie gefahren werden wollte. Oma. Das hat sie von ihrer Mutter so gelernt und übernommen. Ja. Genau. Hast du denn wenigstens, wenn jetzt schon das Kind, ich sag mal, so weggebrochen ist, hast du denn noch eine Verwandtschaft oder eine Freundin vielleicht oder irgendjemanden, mit dem du dich mal so treffen kannst und dass du nicht so alleine bist? Kaum. Also ist schon manchmal sehr traurig. Ja. Ja, das war eben so, das war meine Familie. Ne? Und ich habe nicht gesehen, dass die das gar nicht wollten. Entschuldige. Ja, nee, das verstehe ich. Karin, das verstehe ich. Das ist ja auch eine schwere. Aber ich weiß ja auch, dass ich da auf gar keine Hilfe rechnen kann. Ne? Aber weißt du, ohne dass ich jetzt die da gibt es wahrscheinlich ganz viele Einzelheiten, die man noch wissen müsste von eurer Beziehung. Ja, ich könnte dir einen Roman erzählen. Aber für mich ist dieser eine Satz so wichtig, den du gerade gesagt hast. Mir geht es eigentlich, trotz allem, dass es sehr traurig ist, besser, wenn sie weg ist. Dann ist die Entscheidung eigentlich schon. Ich war ja ein paar Jahre lang depressiv, dass ich nicht mehr aus der Wohnung gehen konnte. Das kann ich jetzt wieder. Ich kann jetzt wieder rausgehen und ich konnte kaum an den Mülleimer gehen oder einkaufen. Wenn ich da jemanden gehabt hätte, hätte ich den auch noch geschickt. Da wäre ich auch nicht gegangen. Vielleicht wäre es gut. Ich meine, du bist ja erst 66. Wenn du versuchen würdest, irgendwie in kleinen Schritten etwas neue Kontakte zu finden. Sei es in der Kirchengemeinde, sei es in einem Chor. Ich weiß nicht, irgendwo, wo, was dich ein bisschen interessiert. Irgendwas. Ja, das habe ich alles losgelassen. Ich war in einem Chor. Siehst du, dann fang das doch wieder an. Ist doch wenn du da früher Spaß dran gehabt hast, dann fang es doch wieder an. Singen ist immer wunderbar für die Seele und du hast deine Leute um dich herum, mit denen man sich dann regelmäßig trifft.
ja, vielleicht muss ich das wirklich machen. Das ist der Schritt ins Leben wieder, was du machen musst. Und wenn es dir ohne die Tochter besser geht, so bitter es ist, dann lass die Tochter los. Finde ich. Ja, du hast mich jedenfalls damit bestärkt. Das tut mir gut. Mhm. Ich fände es gut, wenn du auch wieder in Chor eintreten würdest, Karin. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt in dem Alter noch bin. Ach, na klar. Na klar. Aber ich habe das alles gehabt. Weißt ja. Ich hatte ein tolles Umfeld und ich habe alles fallen lassen, weil ich nicht aus der Wohnung konnte. Ja, aber das kann man, das ist jetzt nicht verloren. Das kann man langsam wieder aufbauen. Na gut. Das kann man langsam wieder aufbauen. Möchtest du noch mit meiner Psychologin vielleicht abschließend noch einige Worte reden? Weißt du, Domian, ich habe eine Psychologin und ja. Ich war auch 4 Wochen in so einer Tagesklinik. Mhm. Ich musste das abbrechen, ich konnte das nicht mehr aushalten. Mhm. Vielleicht jetzt, wo ich mehr weiß, als ich vor 5 Jahren wusste, würde das eher was bringen. Aber ich bin ja so weit, geht's mir ja gut. Das ist nur jetzt, wenn ich da so dran denke und das auffühle. Dann kommt das so hoch, ja. Ja. Okay, dann will ich es dir nicht aufdrängen. Dann haben wir beide uns unterhalten. Und ja. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Und ich hoffe, dass dir das gelingt, diese Schritte wieder in so Aktivitäten zu machen. Das ist Gold wert, wenn man das hat, auch wenn man, je älter man wird, wenn man nicht so alleine ist. Und vor allen Dingen, wenn es so Traurigkeiten auch im Leben gibt. Ich danke dir dafür, dass du mir so ein bisschen geholfen hast. Das freut mich. Alles Liebe und alles Gute, Karin. Ich danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle der Hinweis auf unsere kleine Osterpause. Die beginnt am Montag und wir sind wieder da, hier im Radio, bei 1Live, im WDR Fernsehen, bei 1Festival, in der Nacht vom 16. auf 17. April. Heute und nach wie vor freie Themennacht und ich bin gespannt und freue mich auf den Peter. Und Peter ist 41. Hallo Peter. Hallo. Hallo Peter. Um was geht's bei dir? Ich wurde ganz speziell wachgerüttelt oder schüttelt am Donnerstag, gestern vor einer Woche, bei der Sendung Einsiedler. Das war ein Thema, eine Themensendung das von uns, ja. Genau. Ja. Und da rief ein Mitleidensgenosse an, der nicht mehr schwitzen kann. Und zwar seit dem Jahrhundertsommer. Ja, ich erinnere mich. Ich habe das nur ein bisschen anders in Erinnerung, dass er durch die Hitze in sehr schwere Angstzustände versetzt wurde. Ja, richtig. So war es. Wie ist es bei dir denn? Also bei mir ist es so, dass ich wirklich nicht mehr schwitzen kann. Du schwitzt überhaupt nicht? Nein. Ach. Also meine Haut, die wird richtig heiß und ich denke, sie würde, also an die Arme, denke ich immer, die Arme, die verreißt oder die platzen. So heiß wird es, wenn dir heiß ist. Richtig. Was wäre denn, wenn du in eine Sauna gehst? Und warst du schon mal nicht in der Sauna? Nicht denkbar. Absolut nicht. Wie ist es denn, wenn es jetzt so warm ist und du bewegst dich draußen, jeder von uns schwitzt irgendwie unter den Armen oder auf der Brust oder Null. 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 Aber wo bleibt der Schweiß bei dir? Ja, das weiß ich auch nicht. Jeder Mensch dunstet ja so und so viel Liter, weiß ich, pro Tag aus. Oder ich weiß nicht wie viel, aber eine ganze Menge zumindest. Also früher war es bei mir genauso. Hast du das denn mal mit einem Arzt besprochen? Ja, des Öfteren, aber... Das ist doch wahrscheinlich für einen Arzt oder einen Wissenschaftler ein hochinteressantes Phänomen. Ja. Irgendwo muss es ja bleiben. Ja, sicher. Also ich weiß nicht, wo es bleibt. Und du schwitzt auch nicht an Füßen? Nein. An Händen auch nicht? Nein. Auf der Stirn auch nicht? Nein. Ach. Schrecklich. Egal, was du tust, auch wenn du dich extrem anstrengst. Egal. Wenn du dich extrem anstrengst, wo wir alle schwitzen, wie fühlst du dich denn dann? Zum Verreisen oder manchmal ist dann so schlimm, dass wirklich gar nichts mehr geht, dann ziehe ich mich komplett aus, lege mich hin, bis ich abgekühlt bin. Also zum Verreißen, damit meinst du, dass die Haut so heiß ist, dass du Angst hast, die platzt auf? Ja, richtig. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, ich also so extrem habe ich es noch nicht gehört. Schon in Ansätzen, schon immer wieder mal, aber so extrem nicht. Seit wann hast du das? Seit 2003, seit dem Sommer. Seitdem 2003 war der extrem heiße Sommer, ich erinnere mich. Und da hast du bemerkt, Mensch, alle anderen schwitzen, aber ich schwitze nicht. Ja, vorher, bis 2003, habe ich geschwitzt wie verrückt. Da hat man
wirklich vergleichen, hätte man vergleichen können mit dem Wasserhahn, den man aufdreht. Ja. Also so extrem geschwitzt. Ja. Und jetzt auf einmal seit 2003 gar nichts mehr. Also quasi wirklich von einem Tag auf den anderen. Also von jetzt auf jetzt. Trinkst du denn? Hast du denn Durst? Ja, klar. Du trinkst ganz normal. Ich trinke ganz normal, sprudel ohne Ende. Bemerkst du denn, dass du dann vielleicht viel, viel, viel mehr strullen musst und zur Toilette gehen musst? Als vielleicht früher? Ja, schon. Nochmal zu den Ärzten. Bei wie vielen Ärzten warst du schon? Oh Gott, bei etlichen. Bei etlichen. Was haben die denn gesagt? Wie war denn deren Einschätzung? Also sie können es selber gar nicht erklären, so wie wir auch. Mhm. Und ich bekam nur den Tipp, also Klimaanlagen vermeiden. Ja. Eher nasse Tücher aufhängen zur Abkühlung. Ja. Und alle Rollläden, Jalousien runterlassen. Also dass du gar nicht erst schwitzen, also dass du dich gar nicht erst erhitzt. Ja, dass ich überhaupt nicht an die Sonne komme. Ja, weil sonst der Körper sich vielleicht so aufheizen könnte und wer weiß, dass der Kreislauf zusammenbricht oder irgendwas. Ja, richtig. Weil dieses Schwitzen hat ja einen Sinn, das kühlt ja die Haut ab. Ja, richtig, mhm. Klar. Ja. Und also so wie ich es früher gehasst habe, dass ich so extrem schwitzen musste, zum Beispiel beim Sport, hat mal ein Sportlehrer zu mir gesagt, bring ein Handtuch mit, dass die Wasserfläche, die ich abgegeben habe, aufputzen oder aufsaugen kann. Mhm. Und jetzt gar nichts mehr. Ja, wenn du früher darunter gelitten hast, dass du so sehr viel schwitzt, leidest du jetzt auch darunter? Ja. Weil du dich unwohl fühlst, sobald es heiß wird. Ich würde lieber schwitzen als so das Gefühl, dass meine Arme oder meine Hände platzen können. Ja klar, vor allen Dingen, wenn es niemand erklären kann, gerät man ja vielleicht auch ein bisschen in Panik. Was ist mit meinem Körper los? Ja, logisch. Und deshalb habe ich gedacht, es hat eventuell auch jemand angerufen, nach dem letzten Thema Einsiedler. Ja, ich glaube, da lag der Fall ein bisschen anders, aber wir können das ja mal hier als Aufruf sehen, deinen Anruf. Oh ja, sehr gern. Ja, also wenn so etwas jemand auch genau so hat, wie der Peter gerade beschrieben hat, nämlich dass ihr nicht schwitzt, dass ihr definitiv überhaupt nicht schwitzt, dann meldet euch doch bitte bei uns, dann stellen wir den Kontakt zu Peter her. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche medizinischen Ideen, vielleicht gibt es irgendwo eine Koryphäe, die sich damit auskennt, was man da machen kann und so weiter. Ja, das wäre wunderbar. Was machst du vom Beruf, Peter? HiFi-Geschäft habe ich. Ein Reisegeschäft, also. HiFi. Ach, ein HiFi-Geschäft, ja. Ich dachte jetzt, du würdest auch noch körperlich arbeiten und wärst insofern ständig mit dem Schwitzen auch konfrontiert. Nein, nein. Dann ist doch eigentlich so der Winter die angenehmere Jahreszeit für dich. Ja gut, also... Wobei man schwitzt ja immer. Zum Beispiel war ich bei 6 Grad Außentemperatur einer der wenigen, der im Freibad schwimmen war. Ach, du frierst dann auch nicht so leicht? Ach, das ist ja interessant. Das heißt, du schwitzt nicht nur, sondern du frierst auch nicht. Nein. So schnell wie ein normaler Mensch. Ja, meine Freundin, die ist quasi am Erfrieren. Und ich sage, was ist denn los? Ist es denn nur so, dass du das nicht empfindest, das Frieren? Ja, richtig. Oder erkältet sich der Körper doch, ohne dass du es merkst? Nein. Nein, der Körper ist auch zudem auch noch robust. Ja. Ja, das ist ja absolut mysteriös. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Also, ich wiederhole das nochmal, wenn jemand von euch draußen so ein Phänomen, ich weiß gar nicht, ob ich es Erkrankung nennen kann, ich glaube schon, dass man das Erkrankung nennen kann. Ja, denke ich auch. Ja, hat oder sich darüber auskennt oder vielleicht einen Spezialisten weiß, dann bitte uns mailen, wir schicken es gerne weiter an den Peter und dann könnt ihr gemeinsam Kontakt aufnehmen. Vielen, vielen Dank. Lieber Peter, ich hoffe, dass sich jemand meldet und wir dir ein bisschen haben helfen können. Ja, das hoffe ich auch. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Maria ist hier. Maria ist 65 Jahre alt. Guten Morgen, Maria. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Maria, um was geht's bei dir? Um sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Den du hast erleiden müssen? Ja.
Machst du mal den Fernseher, den Ton ganz weg oder vom Radio? Ja, ich mach's ganz weg. Ja, ist besser. Mhm. Ist es gut so? Ja. Wie alt warst du? Ich weiß, dass es 8 bis 10 Jahre, wenn nicht 10 Jahre insgesamt gedauert hat. Mhm. Ich glaube, Maria, der Ton ist noch nicht ganz weg. Ich höre immer noch das Echo im Hintergrund. Jetzt müsste es... Jetzt müsste es weg sein, ja. Ja. Also ich habe es gerade mehr auf das Echo gehört, als auf, Entschuldige, was du gesagt hast. Sag bitte die Altersangabe nochmal. Also entweder vom 4. bis 12. Lebensjahr, ja. Wenn es nicht schon mit dem 2. begonnen hat. Also da ist so eine Dunkelphase. Aber ich habe erst die letzten Jahre Therapie gemacht. Mhm. Wer war denn der Täter? Das war... Also ich bin in einer großen Familie reingeboren worden, wo nur Brüder waren. Mhm. Und das war, wir wurden von einer 16-jährigen Hausangestellten betreut. Und deren Vater war Rentner. Er war Bergmann und hatte Staublunge. Ja. Sodass er mit 54 berentet war. Und so und bei uns zu Hause hat er dann immer geholfen. Mhm. Im Garten arbeiten zu machen und so weiter. Und da fing das mit an. Der war es. Das war nicht, es waren nicht die Brüder. Nein. Nein, es war dieser Mann. Auch nicht der Vater, aber wir haben als Kinder sehr viel brutalste körperliche Gewalt erleiden müssen. Er war jähzornig in der Hand. Von diesem Mann? Nee, der mein Vater war. Ach so, jähzornig. Der Vater hat euch geprügelt und dieser Mann hat aber den sexuellen Missbrauch begangen. Ja, ja. Und du hast dich wahrscheinlich nicht getraut, das damals jemandem zu sagen. Nein, weil es wurde kein Widerspruch geduldet und alle hatten den Auftrag, uns zu schlagen. Mhm. Und wir wollen uns nochmal vor Augen halten, was das für eine Zeit war. Du bist heute 65. Ja. Da war alles ganz anders als heute und da war alles autoritär und wahrscheinlich auch alles, was mit Sexualität zu tun hat, noch viel, viel, viel mehr tabuisiert, als es teilweise immer noch ist. Ja, und dann kam ich mit 12 Jahren ins Internat. Das verdanke ich meiner Tante, der Schwester meiner Mutter, die 9 Geschwister hatte. Mhm. Und das war dann das kleinere Übel, das Internat. Aber da begann dann die subtile Gewalt und von der Religion her und alles wurde, also sehr viel mit Todsünden gearbeitet. Mhm. Das heißt, du bist von dem Kinderschänder weggekommen ins Internat, hast da aber auch keine gute Zeit gehabt, weil Lehrkräfte euch auch ganz schön das Leben schwer gemacht haben. Ja. Aber nicht im sexuellen Sinne. Nein. Nein, das nicht. Aber alles, was wir mussten alle 14 Tage zur Beichte gehen und früher wurde ja sehr viel, das Wort Todsünde gebraucht, heute sagt man schwere Sünde und alles, was Richtung Sexualität ging. War Todsünde. Das wurde dermaßen missbraucht. Wann hast du denn, Maria, angefangen, dich mit dieser schlimmen Zeit zu beschäftigen? Erst die letzten, seit 93. Seit 92 erst? 93. 93. Also da warst du so mit Anfang 50 so. Ja. Wie kam es, dass du erst so spät hast angefangen, darüber nachzudenken und dich damit zu beschäftigen? Das war teilweise lange verdrängt und durch was ist es wieder nach oben gekommen? Also im Untergrund war immer irgendwas. Ich hatte panische Ängste, aber nach außen hin habe ich das nie gezeigt. Mhm. Aber ich bin sehr krank geworden, habe inzwischen eine neue Mitralklappe. Ist das eine Herzerkrankung? Ja. Ja. Mhm. Hast du eine Familie? Nein, ich habe auch nie geheiratet und... Hast du in deinem Leben auch mal eine gute Erfahrung mit Sexualität gemacht? Nein. Nein? Nee, ich habe mir auch die Männer vom Hals gehalten, also unbewusst. Das heißt, du hast nie mit einem Mann wirklich geschlafen? Nein. Mhm. Und ich verfolge schon sehr lange seine Sendung und ich finde, es ist sehr, sehr gut. Aber ich habe mehrmals jetzt, also immer in Abständen von 2 Jahren,
2 Therapien gemacht, aber ich merke, ich stehe erst am Anfang. Ich kann jetzt erst anfangen, über diese Dinge zu reden. Das ist ja wirklich wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, dass du 65 bist und sagst, ja. Aber weißt du, Maria, ich muss gleich mal zwischendurch das sagen. Ich habe so einen Respekt vor dir, dass du in deinem Alter diese Kraft hast und den Willen hast, dich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich ganz, ganz enorm. Ganz enorm finde ich das. Aber es ist, wenn ich vorher gewusst hätte, was da auf mich zugekommen wäre, also gekommen ist, dann hätte ich es nie gemacht. Aber ich bin froh, dass ich es nicht wusste und mich diesen Prozess gestellt habe. Mhm. Wenn ich habe ja nur überlebt, das war ja kein Leben. Mhm. Das waren dahin vegetieren. In all den Jahren vorher? Ja, so manipuliert und worden. Und warst du berufstätig in deinem Leben? Ja. Ja. Was hast du gemacht? Ich war im Schuldienst. Im Schuldienst, mhm. Und hast ein sehr zurückgezogenes Leben geführt? Ja. Hast auch keine Freundinnen oder so? Ja, aber da habe ich vor 95 auch was ganz Schlimmes erlebt. Da hat eine Kollegin behauptet, ich hätte ihr den Teufel ausgetrieben und dann hat man mich 6 Wochen in die Psychiatrie gesund eingesperrt. Ach, was ist denn das für eine komische Geschichte? Das müsste man, aber... Wollen wir das jetzt mal nicht vertiefen? Das ist ja völlig absurd, weil das ist ja unglaublich. Und da habe ich mich von all denen, die da mit involviert waren, habe ich mich distanziert. Mit solchen Leuten kann ich keinen Kontakt mehr pflegen. Ja. Bist du denn... Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Bist du ganz aktuell auch noch in einer Therapie im Moment? Nur alle 4 Wochen, 45 Minuten. Mhm. Und das ist einfach zu wenig. Und ich habe jahrelang erst das selber getragen. Und dann hatte ich... Und jetzt fehlt mir auch das Geld, um regelmäßig, also in kürzeren Abständen, Therapie zu machen. Aber für dich ist es ganz wichtig, dass du das machst und du möchtest das auch weitermachen. Ja, und ich weiß nicht, ob es nicht noch eine Möglichkeit gibt, eine andere Therapieform zu wählen. Mhm. Weil ich bin, also bis jetzt fielen so viele Dinge an, die aktuell waren, wo ich auch nie über den Missbrauch reden konnte. Ich bin nämlich zu 90% auch ein brutal umgeschulter Linkshänder. Weißt du, ich bin immer ganz entsetzt, wenn ihr mir das erzählt, dass ihr in Therapien geht über langen Zeitraum und in diesen Therapien nicht über das Allerschlimmste und was euch am meisten zu schaffen macht, gesprochen wird. Ja, mich hat gestern Abend das auch sehr berührt, dass die junge Frau, die mit 15 ihren Mann kennengelernt hat und dann von dem Missbrauch sprach. Und dann, ich habe schon oft versucht, bei dir durchzukommen. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Ich empfehle zwar so oft, dass die Leute zu einem Psychotherapeuten gehen sollen. Ich sage das auch immer mit einem etwas unwohlen Gefühl, weil ich weiß, dass es eben auch sehr viele schlechte Psychotherapeuten gibt. Und es ist ein großes Glück, es an einen guten Partner zu treffen. Aber es ist der einzige Weg, um aus manch einer hochkomplizierten Lage rauszukommen. Es gibt sehr, sehr, sehr gute Psychotherapeuten, aber die muss man finden. Ja. Und man muss eben auch ein Vertrauen aufbauen zu der Person und man muss die respektieren, aber das muss ich dir nicht erzählen. Das wirst du ja schon selbst alles erlebt haben. Ja, und mein damaliger Hausarzt, der da auch involviert war, was dieses Wegsperren anbetraf, ich bin auch dagegen angegangen, aber... letztendlich scheitert es daran, dass mir das Geld fehlte, um in die letzte Distanz zu gehen. Aber 2 Ärzte hatten sich mit den Akten mit mir studiert. Und wenn da irgendwas dran gewesen wäre, dass ich wirklich schizophren wäre, dann hätten die das nie mit mir gemacht. Ja. Die haben dadurch, dass sie sich mit mir hingesetzt hatten, da mir auch sehr geholfen. Ich wollte nämlich im April 95 mit meiner Tante aus dem Leben gehen. Mit deiner Tante? Ja, die habe ich betreut, die mir
die mir mein Studium ermöglicht hat, früher. Und ich habe dann jahrelang mit ihr zusammengelebt. Das war eine Seele von einem Menschen. Ja. War das eine wichtige Bezugsperson für dich? Ja. Ja. Im Alter schon. Früher war die auch sehr eng und streng. Mhm. Auch geprägt vom katholischen Glauben. Mhm. So wie er vorher ausgelegt wurde. Da hat sie vieles vergessen und so war das auch. Ich konnte also ihr das alles mit viel Liebe zurückgeben und ich durfte bei ihr auch viel Kindheit nacherleben. Ja. Hast du denn heute noch einen vertrauten Menschen um dich herum? Nein. Gar keine. Auch kein auch von Seiten der Ärzte ist da auch keiner, wo du sagst, denn das ist schon ein wichtiger Bezugspunkt für mich. Ja, der geht leider in den Ruhestand, der sucht einen Nachfolger und der mir da auch geholfen hat, wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe jetzt gerade das so verstanden, dass du gesagt hast, dass du unter anderem auch hier angerufen hast, um vielleicht noch Informationen zu kriegen, ob man irgendwie eine andere Form der Therapie wählen kann. Ja, ja. Da werde ich dich natürlich jetzt gleich verweisen an meine Psychologin, die weiß das. Die weiß das genau. Ich will aber nochmal sagen, Maria, dass mich das sehr berührt, was du erzählt hast. Und dass ich glaube, dass du eine sehr tolle Frau bist. Dass du es schwer gehabt hast in deinem Leben, aber ja, ich finde das so tapfer, dass du so kämpfst. Das ja, ich bin eine Kämpferin. Ja, das finde ich so wirklich so toll. Ich muss es dir wirklich, ich meine es wirklich ernst. Das glaube ich dir auch. Ich habe die ganzen Gespräche verfolgt und bin sehr beeindruckt von deiner Sendung und mach weiter so. Ich danke dir sehr. Du hast sehr viel Mut gemacht. Und ich danke dir auch, dass es diese Sendung gibt. Und liebe Maria, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir dir vielleicht, ich hoffe sehr, etwas helfen können mit vielleicht einigen Informationen. Und ich möchte dich ermutigen, weiterzumachen. Ich glaube, du bist schon sehr weit gegangen und der Weg war schon sehr steinig. Ja, nämlich die letzten Monate habe ich überhaupt keine Kraft mehr. Aber ich kippe nicht auf. Ja. Ich mache weiter. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und drücke dir ganz viel meine Daumen. Und sende dir alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen, wirklich. Ich dir auch. Darf ich von dir ein Autogramm haben? Ja, dann gibst du gleich der Magdalena deine Anschrift und dann schicke ich das sehr gerne. Liebe Maria, du legst auf und die Magdalena ruft dich jetzt gleich zurück. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr lieben aufmerksamen Zuhörer da draußen, ich möchte gerne wissen, ob Stefan Raab verloren oder gewonnen hat. Ich habe das nicht gesehen. Als ich vorhin mal reingezappt habe, habe ich nur die ersten paar Sekunden des Kampfes gesehen. Also ich wäre dankbar, wenn mal rasch jemand anrief und mir sagt, wie der Kampf ausgegangen ist und in welcher Runde wer K.O. gegangen ist. Heute war ja der große Kampf hier in Köln. Die Köln Arena war bis auf den letzten Mann ausverkauft und da hat der Bär, glaube ich, getobt. Was ist da los? Also ich bin gespannt, ob wir das noch in der Sendung hinkriegen, ob ihr mir das erzählt. So, hier ist Karl-Heinz und Karl-Heinz ist 58 Jahre alt. Hallo Karl-Heinz. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Freue mich, dass ich gleich beim ersten Versuch bei dir durchgekommen bin. Super. Um was geht's bei dir? Ich habe nicht so ein ernstes Problem wie meine Vorgänger. Also ich bin nicht so in dieser Petrouille und ich habe auch Verständnis, die brauchen wirklich Hilfe. Ich habe mehr ein allgemeines Problem. Ja. Ich möchte praktisch nur einen Rat von dir oder einen Tipp. Mhm. Ich bin 58 Jahre alt, meine Freundin ist 53 Jahre alt. Ich bin Rentner, ich bin also praktisch jeden Tag zu Hause, bin ausgeruht. Und meine Freundin muss sehr hart arbeiten, kommt erst um 20 Uhr nach Hause. Mhm. Was macht sie? Sie ist Filialleiterin in einem Möbelgeschäft. Oh ja, die haben zu tun. Ja. Die haben zu tun, wirklich? Und werden auch richtig unterbezahlt. Und kriegen Druck, ich weiß. Steht sehr unter Druck. Und dann ist das das Problem dieser, sagen wir mal, nach Sabine Christiansen Sex. Am Sonntagabend. Mhm. Ja. Das ist aber auch sehr schön jetzt. Sabine Christiansen Sex. Das ist aber auch sehr schön, ja. Also danach dann. Das ist
praktisch ihre Entspannung. Sie guckt den ganzen Tag, wenn sie mal frei hat, guckt sie Fernsehen. Ja. Und dann guckt sie auch bis zum Schluss. Sie guckt die Nachrichtensendung 3-4 Mal. Ich sage immer, schalt das ab, es kommt doch sowieso immer das Gleiche. Ja. Und dann kommt noch Sabine Christiansen. Dann, wenn ich diese Erkennungsmelodie schon höre, dreht sich mir schon der Hals um. Aber das wird dann auch noch zu Ende geguckt, ob das Thema interessant ist oder nicht. Ja. Und dann geht es dann irgendwann ins Bett. Und dann geht's zur Sache. Sonntags. Sonntags. Ne? Ja, ja. Und wenn ich dann Glück habe, dann kommt es auch zu was. Mhm. Und sie meint dann, sie müsse es dann für mich machen, weil sie praktisch ein schlechtes Gewissen hat. Ach so. Dass ich klarkomme. Ach so. Das heißt, wenn es passiert, dann nach Christiansen. Dann nach Christiansen. In der Woche überhaupt nicht? Nein. Nee. Und dann auch nur, dann tut sie es auch nur eventuell dir zum Gefallen, weil du ja schon ausgeruht bist und gewisse Bedürfnisse hast. Weil die praktisch meint, ich brauche das und sie müsste es machen, damit ich meinen Kopf freikriege und damit ich die nächste Woche... Klingt nicht gut. Ne? Klingt aber nicht gut. Wenn es dann passiert, ist sie so begeistert, weil ich dann auch Rücksicht nehme und weil ich mich dann auch zurückhalte und weil ich dann auch möchte, dass sie was davon hat. Mhm. Und dann ist sie so, so begeistert, dass sie dann schon mal sagt und sagt, das müssen wir öfter machen. Wie lange seid ihr beiden Süßen denn schon zusammen? Wir sind 10 Jahre. 10 Jahre? Ja, wir sind beide geschieden. Wie ist die Situation denn, wenn ihr an Feiertagen, wenn ihr Urlaub habt? Ist sie da lockerer? Da ist sie lockerer, ja. Also es liegt wirklich an dem Job? Ja, es liegt. Das heißt, sie steht so unter Druck, hat keinen Bock auf Sex? Ja. Ja. Und ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen, weil ich diesen Druck nicht mehr habe, weil ich schon seit 1984 Rentner bin. Oh, so lange schon? Ja, das heißt, Rentner, du bist schwer erkrankt oder du hast eine schwere Erkrankung? Nein, ein Rennunfall war das. Ah ja. Ich bin beim Motorradrennen gestürzt und bin seitdem berufsunfähig. Ja, aber bist du einigermaßen fit körperlich oder hast du auch immer Beschwerden und Schmerzen? Nein, ja, ich habe Schmerzen. Das heißt, ich habe diese Behinderung. Das rechte Bein ist 2 Zentimeter kürzer, aber ich kann damit leben. Und mein Alter, 58 Jahre, wenn du jetzt eine Vorstellung hast vom Menschen, der 58 Jahre alt ist, da sagst du, ja gut, der ist so langsam. Das habe ich ja schon im Vorgespräch gehört hier von der Redaktion. Einmal im Monat Sex, das ist aber völlig ausreichend für die Altersgruppe. Haben meine Kollegen gesagt, oder was? Ja, aber das mit denen muss ich gleich mal reden, was die da von sich geben. Ja, aber wieso hast du ein schlechtes Gewissen, weil sie so unter Druck ist und du so ein gutes Leben hast? Ja. Und mit dem Sex? Ja, ein gutes Leben, was heißt ein gutes Leben? Naja, also. Ich mache hier den Haushalt, ich versorge ihre Enkeltochter, bringt die in den Kindergarten. Ich habe jetzt hier im Moment einen Wohnungsumbau, wo ich unter Druck stehe. Also ich meine, das ist ja ein Modell, was es umgekehrt eben auch ganz oft gibt. Ja. Du schmeißt den Haushalt, du kaufst ein, du kochst, du machst das sauber in der Wohnung. Ja. Ja, also dann ist es doch okay. Dann ist es doch okay. Das finde ich aber, dann musst du kein schlechtes Gewissen haben. Und offensichtlich hat deine Freundin sich damit ja auch arrangiert, wenn ihr so lange zusammen seid und es funktioniert. Oder hat sie dir irgendwann mal einen Vorwurf gemacht? Nein, auf keinen Fall. So, das ist doch schon mal ein Wort. Also die Beziehung, das ist, unsere Beziehung ist vollste Vertrauensbasis. Ja. Ich kann hinfahren, wo ich will. Ich fahre auch viel auf Motorradtreffen mit meinem Motorrad. Ja. Ich bin dann ein Wochenende unterwegs. Da ist keine Eifersucht, da ist keine Nachfrage. Was ist da gewesen? Ja. Hast du da eine kennengelernt oder was? Das kommt von meiner Seite auch nicht. Das würde ich auch nicht machen. Was ist denn mit dem Sex, was du gerade erzählt hast? Hast du da irgendwie schlechtes Gewissen, dass du das quasi von ihr erwartest und sie kann es nicht so oder so? Ja, schlechtes Gewissen. Ich meine einfach, ich bin einfach ein einfach denkender Mensch und ich meine einfach, zu einer guten Beziehung gehört das einfach dazu, weil es was Schönes ist. Finde ich auch. Nichts Schlechtes. Finde ich auch, aber die Verhältnisse heutzutage sind ja leider oft so und genau wie du es bei deiner Freundin schilderst, dass die Leute so extrem unter Stress und Druck stehen und arbeiten müssen, da vergeht einem dann auch wirklich mal die Lust nach Sex. Und die kommt erst wieder, wenn man ein bisschen entspannt. Also da müsstest du dann schon, glaube ich, auch ein bisschen auf deine Freundin, also ihr das verzeihen. Und vor allen Dingen, wenn es denn mal läuft, wie du gerade selbst gesagt hast, läuft es ja gut. Und das ist ja das Wichtigste. Schlimm wäre, wenn es dann auch nicht gut, wenn es nie mehr gut liefe. Aber es läuft ja gut. Und wenn ihr Urlaub habt, ja auch, wie du sagst. Ja.
Ja. Aber und grundsätzlich finde ich, dass du kein schlechtes Gewissen haben brauchst. Du schmeißt den Haushalt, du bist ja Hausfrau. Ja, ja. Ist okay. Ja. Ja. Und wenn sie nicht mal Kritik äußert, ist es doch auch okay. Ja. Aber ich meine doch, dass dieses sexuelle Verhältnis oder wenn man dann Spaß hat, dass das auch ein bisschen ihren beruflichen Druck, dass das entlastet. Vielleicht, ja. Vielleicht solltest du mal ein bisschen aus den Ritualen ausbrechen und sie unkonventioneller zu verführen versuchen. Ja. Dass es nicht nur immer nach Christiansen passiert. vielleicht auch mal zu einem anderen Zeitpunkt oder was sie da irgendwas. Nach der Tagesschau vielleicht. Ja, vielleicht. Mal ganz abenteuerhaft nach der Tagesschau. Ja. Aber ich glaube, das kriegt ihr beiden schon hin, Karl-Heinz. Ja. Es klingt ganz gut, finde ich. Ja, ich arbeite dran. Ja. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Frau oder Freundin. Und ich möchte dir noch schönen Dank sagen. Du hast so vielen Menschen schon geholfen und schön, dass es deine Sendung gibt. Ich gucke die immer mal zwischendurch wieder und top. Ich danke dir vielmals. Mach's gut. Auf Wiederhören und schöne Ostern wünsche ich dir. Ja, tschüss. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Hier ist Marion. Marion ist 46. Hallo Marion. Hallo Domian. Hallo Marion. Was ist bei dir los? Ich will dir erzählen, wie heute der Boxkampf war. Ja, bitte. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Sehe ich auch gerade. Wie war der Boxkampf? Erzähl. Regina hat gewonnen. Ach was. Ich bin der Spitze. Nach welcher Runde oder in welcher Runde? Sie hat gekämpft bis zur sechsten Runde, bis zum Schluss. Immerhin sechste Runde. Wir haben beide alles gegeben, was sie geben konnten. Und sie hat nach Punkten gewonnen? Ja, doch. Ach. Sie haben beide, also es ging ganz schön rund. Es war, auch die Halle hat getobt, sie haben beide gegeben. Und sie haben beide auch etwas blaue Flecke lassen müssen. Ne? Aber dann hat Stefan Raab das doch eigentlich ganz gut gemacht, ne? Ja, doch. Er hat sich alle Mühe gegeben. Ja, ich weiß gar nicht damals beim ersten Mal, nach welcher Runde Schluss war. Das weiß ich nicht beim ersten Kampf. Ich meine, das war schnell. Ich habe es live verfolgt, es war spitzenmäßig. War sehr spannend. Ja, doch, war gut gewesen. Also kann man sagen, dass er sich wacker geschlagen hat. Ja, doch, aber sie sich auf alle Fälle noch mehr. Er hat ganz schön einstecken müssen. Er war ein paar Mal in die Seile gehangen. Ja. Sah ganz schön schlimm aus manchmal für ihn, ja. Ja. Doch, ne? Aber ich habe ja schon Respekt vor ihm, dass er das so, ich meine, sie ist ja Weltmeisterin, ja, sie ist seine Frau. Er hat ganz schön einstecken müssen. Ja, aber er hätte ja auch, das wäre ja die Mega-Blamage gewesen, schon nach der zweiten Runde oder so K.O. gehen können. Er hat sich Mühe gegeben, fand ich toll. Ja, wie war denn die Stimmung dann in der Halle? Die haben getobt. Die haben getobt? Ja. Ne? Und konnte man das im Fernsehen mitkriegen, ob das Publikum mehr auf der Seite von Stefan war oder mehr auf der Seite von Regina? Ja, mal haben sie gerufen Regina, mal haben sie gerufen Stefan, es war geteilte Meinung. Und meinst du, zum Schluss war das auch noch so halb-halb von den Sympathiewerten? Nee, es war dann schon abzusehen, dass Regina gewinnt. Ja, und da hat das Publikum dann auch für Regina gestimmt und gejubelt. Ja, genau, ne? War toll gewesen. Sie hat auch ganz schöne Schläge abgekriegt, das war manchmal auch ganz schön hart. Ja, Mensch, der Kerl ist 88 Kilo schwer, ne? Ja, und sie ist eine zarte junge Frau und zwar eine Weltmeisterin, aber immerhin, ne? Genau. Wenn sich dieser Bulldozer da bewegt, ne, auf sie zu. Ja. Meine Liebe, ich bin froh, dass du mir das erzählt hast. Ich wünsche dir schöne Ostern. Ich kann mit dir gesprochen sein. Ja, tschüss. Tschüssi. So, meine Lieben, das war's für heute, für diese Woche. Und jetzt gehen wir in unsere kleine Osterpause und sind wieder da in der Nacht vom 16. auf 17. April. Ich wünsche euch schöne Ostern. Ich wünsche euch einige schöne Tage und freue mich dann, wenn wir uns wiedersehen, wieder hören. Bleibt gesund, bleibt frisch und bleibt cool. Bis dahin, tschüss. Ja.